Herzlich willkommen zu Little Wood. Ich bin die Miri und ich habe mir dieses kleine Aufbauspiel, das vor kurzem erschienen ist, mal rausgesucht. Aufbauspiele sind ja eins meiner Lieblingsgenres. Und dieses hier erinnert sehr stark an Stardew Valley, wenn man sich so die Beschreibung durchliest. Man kann ja auch Ressourcen sammeln, man kann Gemüse anbauen, sich mit den Leuten anfreunden und so. Das klingt alles sehr, sehr nach Stardew Valley und auch der Grafikstil erinnert schon sehr, sehr stark daran. Wenn er auch eher noch so einen Ticken Richtung Terraria sogar geht, obwohl Terraria wirklich nun richtig Sidescroll ist. Auf jeden Fall sieht aus wie Stardew Valley. Und Stardew Valley habe ich sehr, sehr gern gespielt und auch sehr, sehr viel. Deswegen dachte ich mir, ich schaue mir das jetzt auch mal an. Es wird hier allerdings noch mehr um die Stadtentwicklung gehen, also mehr darauf, tatsächlich die Stadt aufzubauen. Denn die Story ist irgendwie, dass mein Charakter die Welt gerettet hat und nun geht es darum, die Welt Solemn, so heißt die, wieder aufzubauen. Kurz auch vorab, das Spiel ist derzeit nur auf Englisch. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwann mal eine deutsche Unterstützung kommen wird. Für mich jetzt nicht das Problem, aber ich werde versuchen, das so gut wie möglich für euch zu übersetzen, falls ihr nicht so gut kein Englisch könnt. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Ich hatte jetzt eben schon mal ein bisschen reingespielt. Ein bisschen gucken, ob das überhaupt in Frage kommt als Let's Play. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal unseren Charakter hier erstellen. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei Stardew Valley, nur mit weniger Auswahl. Ich habe mich jetzt für den Pferdeschwanz entschieden. Haarfarbe ist recht begrenzt, wie man sieht. Was nehme ich denn da? Naja, ich würde sagen, wenn wir hier schon so in einem halben Fantasy-Ding drin sind, dann machen wir also auch gleich grün die Haare. Hautton. Da bleibe ich mal bei Ivory, Elfenbein, typische helle Hautfarbe. Outfit, ein Farmer anscheinend, Zauberer, Grau, Lila, Adventurer, Peasant, also Bauer, was haben wir da? Senf, Neon, ich mach mal hier den Farmer. Bauer. Personality haben wir neugierig, nett, nicht nett, kreativ, freundlich, bisschen aufsässig, würde ich sagen. Pirat, Bücherwurm. Dann sind wir wieder am Anfang. Was nehme ich denn jetzt davon? Ich nehme mal Pirat. Ja, das klingt gut. Mein Name ist natürlich Miri und ich kann das hier leider nur über diese Tastatur machen und nicht über die Taste, also die echte Tastatur, ne? Ist schon mal geil. Also, Finish. Es lädt. Aha. Ja, hier kommt jetzt natürlich erstmal ein bisschen Tutorial. WASD ist klar. Mit Leertaste kann ich irgendwas bestätigen. Mit Steuerung oder Escape komme ich auf Cancel bzw. ins Inventar. Okay. Also lässt sich wohl rein mit der Tastatur steuern. Okay. Miri, du bist wach! Ich war so besorgt um dich. Du warst 3 Tage am Schlafen. Alle Städte in Solemn können sich schließlich wieder neu aufbauen, okay? Was? Du erinnerst dich an nichts? Komm schon, sei nicht blöd. Ja. Du, der Held von Solemn, hast die Welt vor dem dunklen Zauberer gerettet. Du kannst dich wirklich nicht erinnern?
Das heißt, du erinnerst dich nicht, vielleicht nicht an... Naja, egal. Wir werden dich bald wieder zurück zur Normalität kriegen. Das ist, ihr merkt schon, das ist eine sehr schwammige Übersetzung. Nun, oh Gott, first things first ist so ein idiomatischer Ausdruck. Ich sag mal, was zuerst? Wir müssen diese Stadt wieder aufbauen. Aha, jetzt magst du mich anscheinend. Gut, was ist hier drin? 80 Wooden Planks. Danke. Was haben wir hier? 80 normale Steine offenbar. Können wir nochmal mit dir sprechen? Ich weiß nicht, wie der Name dieser Stadt war. Das hast du vergessen? Wie wäre es, wenn wir ihr einen neuen Namen geben? Was denkst du, Miri? Was denke ich? So anstrengende Fragen. Wie wollen wir denn unsere Stadt jetzt nennen hier? Ich würde sagen, wir nennen sie die Heldenstadt. Mega kreativ. Heldenstadt. So. Gott im Himmel, muss ich das mal einfallen lassen. Ja. Ja, jetzt hatte ich vergessen, jetzt habe ich das weggedrückt. Da sie ist. Wir nennen die jetzt Heldenstadt. Hey, ist das Dalton da drüben? Er hat meinen Brief. Nun haben wir mehr Hilfe dabei, Heldenstadt wieder aufzubauen. Oh, und ich habe fast vergessen. Hier ist ein, eine Blaupause für ein Haus. Du solltest es gleich aufbauen. Aha, mein Haus. Okay. Machen wir. Dann müssen wir hier rein. Build Mode. Objekte. Mein Haus. Baue ich das so direkt hin? Ich würde sagen, wir bauen es mal so direkt neben das Haus von Willow. Ja. Okay. Haus steht. Einige extra Baumaterialien sind direkt neben meiner Hütte mit dem grünen Haus. Ja, die habe ich schon eingesammelt. Ja. Nimm dir ruhig was davon. Klar. Wenn du dein Haus gebaut hast, lass uns reingehen. Okay. Okay, kann ich dir vorher noch ein Kompliment machen? Du magst wirklich meine Blaupausen? Nun, ich mag es, wenn du sie baust. Okay. Gut, gehen wir mal rein in unser Haus. Immer rein in die gute Stube. Dieses Haus ist perfekt für einen großen Helden wie dich. Aber es ist ein bisschen klein. Leer, meine ich. Du solltest damit auch anfangen, ein Bett zu bauen. Okay, haben wir jetzt ein einfaches Bett erstmal kennengelernt. Gar kein Problem, würde ich sagen. Also auch wenn man dieses Spiel tatsächlich mit rein Tastatur spielen kann, mache ich das nicht. Ich finde es schon ganz schön, dass es eine Maus gibt. Ne? So, und jetzt? Hast du noch was zu erzählen? Morgen sollten wir anfangen, anfangen Bäume zu fällen und Erze zu minen, also abzubauen. Dalton hat gesagt, er kann uns mit neuen Tools am Morgen helfen. Aha, okay. Machen wir. Also Tools sind natürlich Werkzeuge, ne? Ganz schön schwierig, das so direkt zu übersetzen. So, Dalton. Wow, also die Gerüchte wahr. Das bist wirklich du. Miri, unser Retter von dem dunklen Zauberer, ist immer noch am Leben. Was? Du erkennst mich nicht? Aber wir haben so viele Quests zusammen gemacht. So viele, nennt man das auf Deutsch, Aufgaben? Abenteuer wahrscheinlich eher. Vielleicht hat die Magie des dunklen Zauberers dein Gedächtnis ausgelöscht.
Nun, auf jeden Fall ist dies ein Grund zu feiern. Ich habe entschieden, dass ich in diese Stadt direkt einziehen werde. Vielleicht kannst du dich an all die lustigen Witze erzählen, die ich dir in unseren früheren Abenteuern erzählt habe. Okay, dann sollen wir Daltons Haus bauen. Na klar, gar kein Problem. Das ist alles ziemlich straightforward bisher. Sagen, hier so. Da ist ein schöner Platz. Ah, und dann gehen wir rein. Und bauen ihm natürlich auch ein Bett hier hin. Ich kann noch mit M sprechen. Komm, besuch mich gleich morgen früh in meinem Haus. Ich habe eine wirklich tolle Idee für diese Stadt. Falls du es noch nicht wusstest, du kannst jederzeit schlafen gehen, indem du mit deinem Bett interagierst. Okay, das war jetzt wohl das Tutorial. Ja, ich würde sagen, hier bauen wir dann auch nochmal ein Bettchen rein. Für die gute Willow. Und dann gehen wir wieder raus. Da. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir tun können? Ah, das kann ich noch nicht machen. Dafür fehlen mir auch die Werkzeuge. Das scheint ein generelles Problem zu sein. Oh, was ist da? Ah, ich kann alles Mögliche hier bewegen, okay. 100 Dew Drops. Tautropfen, würde ich sagen. 100 Tautropfen. Was auch immer ich damit nun wieder mache. Okay. Kann ich das jetzt wirklich alles bewegen? Ja, Tatsache. Okay. Naja. Gut, ich komme hier zwar hinten noch nicht weiter, aber gut zu wissen, dass ich auch Bäume einfach so versetzen kann. Wenn ich hier Dreck platziere, mache ich daraus Stufen. Interessant. Probieren wir gleich mal aus. Ja, so komme ich an die Kiste ran. Zehnmal... grasige Erde. Okay. Was auch immer ich damit mache. Gut, schauen wir uns das hier mal an. Ja, da ist auch nichts weiter. Und hier, ja, ich meine, wir müssen jetzt erstmal das hier alles erkunden, ne? Zehnmal Dreck. Okay. Ah. Da stehen noch ein paar Häuser. Da gehen wir jetzt allerdings auch noch mal rein. Wo bin ich hier? Lumbermill. Ah. Ja, da kann ich, glaube ich, hier Holzbalken machen. Nehme ich mal an. Okay. Und hier Schmelzofen. Ja, sieht so aus, als könnte man hier auch diese Steinquader machen. Aber derzeit haben wir ja noch gar keine Ressourcen dafür. Also würde ich sagen, ein andermal. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt heute wirklich mal früh schlafen. Wenn nichts, was wir tun können. Okay.
Willow ist schon auf Level 8, was auch immer das heißen mag. Das ging flott. Es ist Dienstag, Tag 2 im Frühling. Auch das, diese Zählweise ist auch sehr typisch Stardew Valley. Wenn man das mal so sagen darf, gibt es doch sehr viele Ähnlichkeiten. Was ist eigentlich das hier? Achso, das ist ein Kalender. Oh, was ist das denn? Ein mysteriöser Besucher und... Ah, eine Unkrautplage. Und hier haben wir Mad Chickens. Okay. Na gut. Ah, Willow. Sprechen wir mal mit ihr. Hallo, Miri. Ich hoffe, du lebst dich in deinem neuen Zuhause hier in Heldenstadt ein. Das ist echt ein bescheuerter Name. Hätte ich mir was Besseres einfallen lassen sollen. Nun, da du hier bist, können wir anfangen, groß zu denken. Ich denke, unser nächster Schritt in dieser Stadt ist, dass wir ein paar Tautropfen einnehmen. Überall in Sodom sind viele Reisende und Händler, die nach schönen Dingen zu kaufen suchen. Wir müssen einen Marktplatz bauen. Okay. Ja. Haben wir jetzt eine neue Blaupause bekommen, nur... Okay. Aber mal... Marketplace. Oh, der ist groß. Können wir denn den loswerden? Hier würde ganz gut gehen, aber... Die Sachen einfach mal zur Seite räumen kann hier? Ach, Mist. Moment, das muss ich ja hier machen. Move. Wir moven das jetzt einfach mal hierher. Und die hier müssen eigentlich nur ein bisschen aus dem Weg. So, das könnte schon ausreichen. Schauen wir mal. Das passt. Ja. Könnte man jetzt noch so machen? Ja. Ich mach's mal so. Und dann würde ich vielleicht noch mal hier ein bisschen Dirt hin machen. Was so macht? Ja. Sieht gut aus. Gut, den haben wir schon mal. Der Briefkasten hier blinkt. Ich habe eine ungelesene Nachricht. Liebe Miri, ich hoffe, du machst eine gute Arbeit beim Wiederaufbau von Heldenstadt. Hier ist ein Geschenk für dich. Eine Deluca-Coin, was auch immer das nun wieder ist. Irgendeine Münze. Und wer ist er hier? Dudley. Miri, ist das wirklich du? Meine Güte, wie du groß geworden bist. Willow hat mir einen Brief geschickt und mir geschrieben, dass du den Kampf mit dem dunklen Zauberer überlebt hast. Ich war so besorgt um dich und deine Abenteuer. Hm? Du erinnerst dich nicht an viel? Das ist okay, Miri. Was wichtig ist, ist, dass die Welt nun sicher ist wegen dir. Vielleicht kann ich, alter Mann, dir eine, zur Hand gehen beim Wiederaufbau dieser Stadt. Aha. Dudleys Haus sollen wir auch bauen. Okay, machen wir gerne. Aber kann ich mich jetzt nicht mehr gescheit bewegen? Was ist das denn jetzt? Okay. Wo bauen wir denn das jetzt hin? Nächste Haus. Bauen wir das wieder ein bisschen zur Seite. Okay, Dudleys Haus. So, das sieht doch gut aus. Ja. Okay. Achso, der braucht bestimmt noch wieder ein Bett. Ah. Danke, dass du ein Haus für mich gebaut hast, Miri. Es ist perfekt. Ich denke, ich werde hier viele schöne Erinnerungen sammeln.
Wo wir schon mal gerade bei Erinnerungen sind, erinnerst du dich, wie man fischt? Es scheint so, als muss ich dir wirklich alles nochmal beibringen. Okay, wir bekommen eine Angel. Ja, auch das wieder, Stardew Valley, ne? Fischen braucht eine Menge Geduld. Wie nennt man das? Schicke deine Angel dort raus in der Nähe von einem Fisch, nicht auf den Fisch, okay? Dann muss man darauf warten, bis er beißt, bevor man es reinholt. Machen wir immer ein Kompliment. Du weißt, wie man dafür sorgt, dass Leute sich gut fühlen, Miri. Ja, okay. Weiß ich das? Das ist gut. Okay. Hast du noch was zu erzählen? Du kannst Objekte aus dem Weg räumen. Ja, das weiß ich schon. Sobald ich es gebaut habe, sollte ich versuchen, von diesem Unkraut was zu verkaufen. Aha. Alle Items, die du verkaufst, werden zu Tautropfen am nächsten Tag. Ah ja. Ja, aber falls du es gemerkt hast, ich habe den Marktplatz schon gebaut. Okay. Dann gehen wir mal weiter zu Dalton, der hier lebt. Gehen wir mit ihm. Hallo Miri. Dies ist ein bequemes Haus, das du für mich gebaut hast. Dankeschön. Nun können wir Helden uns endlich entspannen. Essen. Isst irgendwas. Also, ich hatte diese wirklich tolle Idee für Heldenstadt, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich alles vergessen gehabt. Ich denke, ich werde dir einfach einen meiner lustigen Witze erzählen, die ich gehört habe, seit wir uns zuletzt getroffen haben. Schluck. Okay. Bist du fertig? Zwei Oger gehen in einen Shop. Einer sagt zum anderen, hey, meinst du, die servieren hier Menschen? Und wer servieren oder dienen? Naja. Was denkst du, was der andere sagt? Moment, ich habe mich gerade erinnert, was meine Idee für Heldenstadt war. Diese Stadt benötigt einen Shop. Also ein Laden. Es würde vermutlich eine Menge Reisende anlocken. Jede neue Person könnte helfen, deine Erinnerungen wiederzubekommen. Okay, wir sollen einen allgemeinen Shop sozusagen. Einen Shop mit den Basics anbauen. Wo bauen wir denn dann hin? Wie groß ist er da? Das ist die nächste Frage. General Shop. Na gut, der ist genauso groß wie die anderen Häuser. Wenn ich den jetzt einfach so in die Nähe hier baut. So? Vielleicht? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wahrscheinlich kann man das nachträglich auch noch irgendwie verschieben, wenn es einen stört. Achso, natürlich brauchen wir noch einen Weg dahin. Das muss ja alles ordentlich aussehen. Vermutlich waren so mal die Wege. Die würde ich jetzt auch wieder versuchen hier nachzuvollziehen. So, Shop gebaut. Dalton kommt rein. Dieser Laden ist perfekt. Ah ja, ich habe einige neue Tools hier im Angebot. Du kannst sie haben, wenn du willst. Diese Handschuhe sind nützlich, um Obst zu pflücken und Pflanzen anzubauen.
Diese Pickaxt wird dir helfen, alle Steine und Erze hier herum abzubauen. Und die Axt kann genutzt werden, um Bäume zu fällen, um weiteres Holz zu bekommen. Ah, okay. Hast du sonst noch was zu erzählen? Nun, da mein Laden offen ist, werde ich es jeden Dienstag und Donnerstag mit neuen coolen Sachen befüllen. Ich habe alles von Grundausstattung bis zu besonderen Möbelstücken. Danke nochmal für deine Hilfe. Das wird definitiv neue Reisende nach Heldenstadt ziehen. Okay. Kann ich hier eigentlich machen? Anscheinend kann man das upgraden, wenn ich hier irgendwelche Sachen, diese Tautropfen spende. Und dann bekommt man mehr, also... Ah ja. Okay. Na gut. Holen wir uns erstmal hier die Anfängerhandschuhe. Die Anfänger-Pickaxt und Anfänger-Axt. So, raus hier. Kann ich jetzt hier dieses Unkraut mitnehmen? Ja. Ah ja. In diesem Spiel, das habe ich schon festgestellt, gibt es keinen normalen Tagesablauf. Also das heißt keine fortlaufende Zeit, wie man das aus Stardew Valley kennt, sondern man hat ein gewisses Energiekontingent, nenne ich es mal. Und wenn das aufgebraucht ist, dann ist quasi Nacht. Also, recht einfaches Prinzip. Was ist das? Kann ich was damit machen? Ach, ich habe keine Gießkanne. Schade. Ich wollte es eigentlich aber auch einsammeln. Gut, jetzt ist hier mal ein bisschen klar Schiff machen, während ich hier langlaufe. Ja, sonst habe ich eigentlich erstmal nichts zu tun, ne? Also mein Laden steht, der Markt steht. Achso, natürlich kann ich noch Sachen verkaufen, ja. Das stimmt. Aha, da sind Fische. Kann ich mal das Fischen probieren? Das scheint irgendwie nicht so richtig funktioniert zu haben. Das hat auch nicht funktioniert. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, aber okay. Oh, das sind auch Fische. Gut, mal so. Ah, das hat geklappt. Okay. Probieren wir das Ganze nochmal. Vielleicht habe ich da nochmal so viel Glück. Ah, man muss warten, bis es da einmal ploppt und dann... Ja, bei Stardew Valley hat man ja dieses kleine Fishing-Minigame, das so ein kleines Geschicklichkeitsspiel ist. Hier ist das ein bisschen einfacher alles. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ja. Jetzt sammeln wir mal noch ein bisschen Unkraut ein. Weil das kann ich ja, wie ich gerade gelernt habe, auch verkaufen. Na gut, mal gucken, vielleicht reicht's schon. Okay, ich habe hier offenbar 8 Plätze. Ja. Ja. Was wäre das? Dafür habe ich noch nicht die richtigen Tools. Dann sammle ich jetzt mal das hier noch ein. Und ja, jetzt ist das passiert, was ich gesagt habe. Also Energie wird langsam knapp, also wird es jetzt langsam Abend. Und ich denke, wir können dann auch langsam mal uns zu Bett begeben. Und dabei auch diese Folge beenden. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.